Tür zu machen. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr... originell. Oh, die Küche ist ja auch rosa. Ach, scheiße. Fuck. Joe, was ist hier los? Partnerlook! Toll, ein beknacktes Clownskostüm. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Mafia 2. Ich bin der Xaro und wir legen auch gleich los. Fackel die Bude ab! Mach schon! Brenne, du Ithaka-Arsch! Brenne! Mein Haus! Denn irgendwelche Spackos waren der Meinung, hier unser Haus anzufackeln. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde baden. Oder ich habe eine bessere Idee. Ich mache überall das Wasser an. So, Waffen sind hier nicht erlaubt. Ich hoffe, ich habe Waffen dabei. Oh, da komme ich nicht raus. Okay. Hier ist ein Fenster. Dann springe ich aus dem Fenster raus. Schlüssel. Ich habe keine Waffen dabei. Ich bin halb nackt. Kein Wunder. Jetzt sollte ich erstmal versuchen, hier irgendwie zu überleben. Boah, fuck. Solche Missgeburten. Ich bewege mich zwischen den Massen. Wenn jemand getroffen wird, dann die. Ich kann jetzt hier auch hier. Hey, bleib mal stehen. Ich brauche ein Taxi. Stopp. Nicht überfahren. Stopp, sagte ich. Hey, raus mit dir. Das Bedürfnis, die zu überfahren. Sollen wir mal zurückfahren? Ich gucke jetzt mal kurz nach. Diese miesen Schweine. Schwein, du. So. Aufgeräumt. Jetzt können wir zu Joe fahren. Ha! Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Leute getötet. Ohne eine Waffe zu haben. Und die waren alle bewaffnet. Alle 5. Naja, gut. Ich hatte natürlich ein schweres Auto. Die haben mein Haus abgefackelt. Jetzt realisiere ich das erst. Mein schönes Haus. Mit Pool. Oh, fuck. Ich weiß es nicht. Wer das wohl war? Ob das einer von denen war? Wir waren ja gestern. Also ja, gestern. In der letzten Folge. Waren wir ja bei den anderen Typen gewesen. Von der... der Mann von der Franny. Und dieser hat die Franny, also das ist ja unsere Schwester, geschlagen. Und ja, wir haben ihnen eine Lektion erteilt und sie sahen so ein bisschen aus wie die. Vielleicht hängt das damit zusammen. Vielleicht war das jetzt auch eine Mafia-Gang, aber die sahen eigentlich jetzt nicht aus wie Mafiosi, sondern eher wie ja, irgendwelche Halbstarken. Ja. Klasse. Es wird immer schlimmer hier.
Jetzt schauen wir mal, was Joe sagen kann. Erstmal brauchen wir außerdem neue Klamotten. Unsere schönen Waffen auch alle weg. Unsere schönen Autos in der Garage. Eieieiei. Letzte Folge erst habe ich noch eine geile Kiste in die Garage gestellt. Was soll das, hä? Du brauchst auch mal auf die Fresse oder was? Jetzt fahr halt! Willst du jetzt parken oder was? Alles wird schlimmer. Früher war einfach alles besser. Gibt's nicht. Joe! Joe! Mein Haus! Lösches! Vielleicht war es auch nur ein Albtraum. Jetzt werde ich wach und stehe vor seiner Tür halbnackt und so, ich bin besoffen. Mein Haus brennt. Ich glaube nicht. Bisschen frisch heute, oder? Joe! 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 Komm schon, Joe. Wie, du bist nicht zu Hause? Lass mich rein. Los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, schicke Einrichtung. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Wer macht die Tür zu? Ich wollte die Tür zumachen. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr... originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Heiß. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst im Unterhosen den Rächer spielen. Ach, warum nicht? Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Ja, schauen wir uns mal kurz um. Rosa? Hey, hier ist Joe. Rosa? Ich weiß, aber du musst Rosa? So, Laschenbecher ist Rosa. 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 Zum Glück stehen hier ein paar Frauenbilder. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen. Das Bett ist nicht schlecht. Ah, da liegt auch ein BH. Entweder zieht er ihn selber an oder... Ups. Entschuldigung für die unter 16-Jährigen. Ja. Hoffentlich zieht er den Schlüpfer nicht selber an. Okay, danke. Oh. Die Küche ist ja auch rosa. Ach, scheiße. Fuck. Joe, was ist hier los? Also diese Bude sollte man abfackeln. Ja, stattdessen... Ups. Fackeln sie unsere Bude ab. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Hä, da ist ein Zimmer? Wo geht's denn da hin? Oh, okay. Sowas. Geil. Wo ist es denn? Hä? Ich war doch eben gerade noch da oben. Das probiere ich jetzt nochmal. Partnerlook! Toll. Ein beknacktes Clownskostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Geil. Schön. Oh Gott. Schön, hast du es zu Hause? Gut, wir kommen natürlich langsam zu den 70ern. Ja, in den 70ern war Rosa natürlich sehr in. Ja. Warum auch nicht? Ich kenne mehrere Menschen, die Rosa haben. Hallo, steig ein. Ja. Deine Kiste? Sehr gut. Meine ist nämlich geklaut. Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss.
Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus an. Reg dich ab, wir sind gleich da. Scheiße, du brauchst eine Wumme. Wer wollte gerade sagen? Vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann würge ich sie halt mit bloßen Händen, ist mir gleich. Hier muss irgendwo einer sein. Okay. Hier ist sie, bitteschön. Danke. Wollte schon zum Waffenladen gehen, der hier gerade um die Ecke ist. Aber da er eine schöne, nette Waffe für uns hat, was ist das? Langsamer, sonst halten sie uns an. Hast du recht. Ich hab's eilig. Wir haben es immer eilig. Auto. Noch eins. Erwischt. Jeden verfluchten Wagen rammen? Immer mit der Ruhe, ja? Der Trick ist, die anderen Autos nicht zu rammen. So, da vorne ist es. Da ist schon das Irish Pub. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ach so? Hab ich nicht gesehen. Sah für mich so grau aus. Hä? Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Mann, du schießt ja beschissen. Hä, wo denn? Gib mir Deckung. Hast du Schiss, Arschloch? Toll, die Fenster sind aus Panzerglas, ich komme nicht durch. Scheiße! Jetzt kommt auch noch die Bullerei. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Normaler Körperbau. Normaler Körperbau. Hier kommen wir nicht rein. Aha. Kommen wir hier drüber? Nee, auch nicht. Juhu! Wie kommen wir denn da rein? Hat er nicht irgendwas von Seitentür gesagt? Scheiße. Wieso muss man hier immer alles so unüberlegt versuchen? Scheiße, Mann. Roger. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Du bist Maul! Wir waren gerade eben draußen voll in der Schießerei. Und jetzt sind wir hier. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Mann, du schießt ja beschissen. Gib mir Deckung, Vito. Oh, ich muss ja laden hier. Ich bin der Beste. Ich hab ihn getroffen. Los, zeig dich. So. Ups, schon wieder so ein Heftchen. Heje. Naja, Mai. Muss halt auch mal sein, ne? Kurze Beschäftigung, während wir hier am Kämpfen sind. Hier noch. Scheißhaus. Hinaus mit uns! Oh, wer ist denn das? Hey, in dem Wagen sind noch mehr von denen. Los, sonst erwischen sie uns! Okay, komm, du fährst. Verstanden. Bringt uns alle um!
Müssen wir das hier alleine regeln? Jetzt haben wir noch die Polizei im Hals. Nummernschild kennen sie auch. Sehr schön. Knall ihn ab. Wir schießen ihn. Okay, das war's. Blöde Arschlöcher. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Hause. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich hab sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was ein. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Bist du farbenblind? Die war rot. Ach so? Ich dachte, die wäre halbgrau oder irgendwie so. Boah, haben wir es endlich geschafft. Meine Güte. Wir werden natürlich gesucht. Vor allem das Auto wird gesucht. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt die paar letzten Meter ohne Polizeikontakt hier durchkommen. Hey, was ist denn jetzt los? Du bist dein Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Also, zieht der da voll die Handbremse rein? Das war jetzt nicht ich, nur so am Rande. Naja, gut. So, Martys Wohnung. Ist gar nicht weit weg von hier. Marty ist übrigens der Typ, der erschossen wurde von Clementis Leuten. Bisschen komisch ist das natürlich schon, jetzt in dem seiner Wohnung pennen zu müssen, aber besser als auf der Straße. Ja. Ich bin gespannt, was uns den nächsten Tag erwartet. Schön wird es wahrscheinlich nicht. Irgendwie, wie gesagt, spitzt sich alles ein bisschen immer mehr zu. Wir werden von allen Seiten befeuert. Juppu! Naja, sorgt für Action. Was soll's? Oh, da kommt die Pizza von vorne. Bitte seh mich nicht. Entschuldigung! Eine Schnecke weniger. Upsi. Wenn sie älter war, Rentenkasse entlasten, ist auch okay. Passt schon. Boah! Das Auto fährt nicht mehr, ist eh blech. Oh, wir werden gesucht. Hey! Scheiße! Na! Ah! Bitte schön, nicht ertoten! Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Ich versuch's einfach. Oh. Täter ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Alles klar. Eieieiei. Dabei sind wir eigentlich schon am Ende der Folge. Aber ich muss ja jetzt erstmal zu Hause ankommen. Scheiße. Die töten mich. Fuck. Das gibt's nicht, ey. Die Jungs im Knast werden nicht vernaschen. Alles klar, Kumpel? Das ist gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Schnell! Wie schön, dass sie jetzt nicht wissen, wo ich wohne.
Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Schön hier. Oh je. An alle, Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. An was wohl Marty als letztes gedacht hat, als er gestorben ist. Mein schönes Zuhause. Ich werde es nicht wiedersehen. Toll. Oh, er spielt gerne mit Schiffchen im Wasser. Ja, wenigstens funktioniert der Wasserhahn. Ja, dann sind wir am Ende der Folge. Oh, ich gehe schlafen. Das war jetzt eine harte Nacht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, schaltet doch nächste Woche wieder ein. Und ja. Bis dann. Ciao, ciao.